Der Sir-Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Im Moment leider nicht von Bord des Traditionsseglers Sir Shackleton. Geht's. Ja, ich grüße euch alle miteinander. Es ist der 14. Januar 2022. Ich glaube, man darf noch von ganzem Herzen ein gutes, glückliches, zufriedenes und schönes neues Jahr wünschen. Das wünschen wir euch von ganzem Herzen. Gibt viel zu erzählen. Wir sitzen beieinander. Es ist Winter, natürlich nicht auf dem Schiff und ihr glaubt es nicht. Allen Ernstes, der Alex hat mir hier eine Buttermilch hingestellt. Das fasst man nicht. Also nimm Buttermilch. Jetzt, ich habe schon Sorge, die aufzumachen, weil wahrscheinlich macht so, weil es geht gar nicht. Aber zumindest brennt die Kerze. Aber ja. wir wollen trotzdem über Rum reden. Ja, und ich habe gesagt, es gibt nur noch Buttermilch. Ihr meint das ernst? Natürlich. Das ist ohne Fass. Also das ist ohne Fass. Das ist unfassbar. Ein Liter Buttermilch für einen Podcast. Oh, na, also ich fasse es echt nicht. Naja, also wir wollen trotzdem über Rum reden, weil wir waren... Beim Rumsaufen quasi. In der Tat, wir waren beim Rumsaufen. Guckst du. Oh, jetzt kommt doch noch eine Flasche Rum auf den Tisch. Ich hatte schon Sorge. Wir waren nämlich kurz vor Weihnachten, waren wir nämlich bei einem Rumflight. Und warum? Weil wir es geschenkt bekommen haben. Du hast es geschenkt bekommen. Ich habe es geschenkt bekommen, ja, von meiner lieben Frau. Ganz herzlichen Dank, ein großartiges Geschenk. Und die Brigitte hat uns auch dahin gefahren, weil wir fünf Rum probiert haben. Besser war das. Ja, was heißt hier fünf Rum? Wir haben ja dann mit Whisky weitergemacht. Du. Ach so, war ich das alleine? Ja, selbstverständlich. Ah, okay, gut. Und damit wir auch gut nach Hause kommen. Es war jedenfalls ganz, ganz toll. Wir waren in Starnberg im Hotel 4 Jahreszeiten. Hammerhütte. Also richtig schön. Ich war da schon ein paar Mal. Bar ist auch so schön gemütlich mit Ledersessel und Ledercouchen und Piano Man. Und sie heißt Hemingway Bar. Hemingway Bar. Der Name ist Programm. Super. Ganz, ganz cool. Genau. Man sitzt auch toll. Und wir hatten eine super Begleitung. Wie Begleitung? Die Brigitte? Ja, sowieso. Na, also. Nein, den Rumpflight-Piloten. Ja, den Piloten, den Matthias. Ja, ja. Matthias, schöne Grüße von hier aus, falls du das hörst. Herzliche Grüße. Wir hoffen, dass du das hörst. War der Hammer. War sehr gut. Wir können es echt nur weiterempfehlen. Der kennt sich aus. War auch hochinteressant. Also nicht nur, dass ihr meint, wir waren nur saufen, sondern wir haben tatsächlich auch was gelernt. Wir haben was gelernt. Wir hatten fünf Rum zur Auswahl. Und die heißt waren, das dann Rum oder Rums? Das ist eine gute Frage. Der Plural von Rum ist Rümmer. Rümmer. Alle, die was von Grammatik verstehen, sind hiermit aufgerufen. Wir würden gerne wissen, was der Plural von Rum ist. Rums. Rums. Also wir reden von Rums. Lustig klingt. Also wir haben fünf Rums in einer sehr, sehr guten Abstufung oder Zusammenstellung auch von der Reihenfolge bekommen und haben die probiert. Und jeder Rum ist uns von Matthias vorgestellt worden, eröffnet worden, wo der herkommt, was der tut, wie er zustande kam. Also eine schöne Geschichte auch immer dazu. Und wir haben angefangen mit dem. Mit dem Seals, das war diese schöne dunkle Flasche, die so verbogen war oben, die nach einem Lederbeutel geformt wurde, so wie man früher halt aus diesen Lederbeutelchen gesoffen hat. Woran man erkennen kann, dass Rum, wie wir in dem Gespräch auch geklärt haben, früher mal ein arme Leute-Getränk war. Wir haben schon gesagt, Piraten und Sklaven. Piraten und Sklaven, der Klaus ist der Pirat, ich bin immer der Sklave. Genau so schaut es nämlich aus. So sieht es nämlich aus. Nee, aber was ich auch sehr, sehr cool fand, war ja, also die Gefahr ist ja sehr hoch, dass der Rumse, Rümmer aussucht. Rumse. Dass der also Rumsorten auswählt, die man vielleicht schon kennt. Und bei der Auswahl war ja das tatsächlich so, diese Schränke hinter uns, da wo wir gesessen sind, in dem schönen Eck mit den Ledersesseln. Da waren tolle Sachen. Da waren ja auch schon ganz tolle Sachen da und da waren ja tatsächlich auch viele, die wir schon probiert hatten. Absolut. Und er hat es tatsächlich geschafft, fünf auszusuchen, die also mir zumindest noch nicht so geläufig waren. Und es war kein Strohrum dabei. Es ist ja auch kein Rums, sondern nur Rum. Immerhin. Es war kein Strom. Der macht Rums, wenn man pur trinkt. Wie auch immer. Nee, und wie du schon gesagt hast, die erste Flasche war dieser RL Seals. Schöne Flasche. Mhm. Und das war tatsächlich, also
Ich verrate es dann später. Ich fand das schon einen bemerkenswerten Rum. Echt pur, ja, ohne Schnickschnack? Ohne Schnickschnack, echt tough, also nicht fein, nicht glatt geschmirgelt, nee, nicht süß, sondern echt wow, also ein Prügel. Den fand ich richtig gut. Hat er dir geschmeckt? Also ich fand den richtig gut. Ich bin ja. Wobei wir müssen da auch mal vielleicht vorab sagen, bei der Auswahl waren Bacardi dabei. Das hat den Alex ja fertig gemacht. Und das hat mich fertig gemacht. Leute, der Alex stand da, der hat wirklich geschaut wie ein Schwäbel, wenn es blitzt oder Auto beim Rot über die Ampel fahren. Der hat wirklich geglaubt, dass da jetzt die Flasche Cola noch auf dem Tisch kommt. Da habe ich echt, da habe ich mir gedacht, Alter, das ist jetzt nicht der Ernst. Bacardi beim Rumpfleib, entschuldige mal. Aber das ist wie immer, gell, im Kopf findet was anderes statt. Marketing. Wie es tatsächlich ist. Gell. Ja. Und ich hatte halt hier diesen billig Bacardi im Kopf. Früher war mal ein Bacardi Cola, das ist das billigste vom billigsten mit viel Cola und gut ist. Aber war interessant dann. Bacardi ist ja eine Traditionsrumbrennerei seit vielen, vielen Jahren. Und ist ja klar, dass das. Also, wir kommen später. Jetzt erstmal. Oh, ich bin so froh. Jetzt ist die Buttermilch endlich weg vom Tisch. Der Alex hat sie jetzt wieder in den Kühlschrank gestellt. Wir könnten ja mal Buttermilch auf den rumkippen. Das kannst du machen. Ich mach das nicht. Zum Wohlsein. Du bist so unentspannt. Auf euch. Ich mach das jetzt. Mm. Wir haben hier einen. Wie wir gelernt haben. Ja, wir haben ja völlig versagt. Wir haben euch immer angelogen. Total. Und wir haben uns auch echt blamiert. Denn einer der fünf Rumsorten, die wir da probiert haben, war ein Plantation. Wir sagen ja immer Plantation, weil wir ja solche Anfänger sind. Und wir haben aber gelernt, dass das eine französische Firma ist und der eigentlich Plantation heißt. Plantation. Plantation. Also man braucht ein bisschen Schnupfen, um das ja, ich muss da auch immer so ein eigenartiges Gesicht machen, ich kann das nicht. Mein Französischlehrer hat immer gesagt, passt auf die vier französischen Nasale auf. Wir haben uns immer kaputt gemacht. Kaum hast du rum, machst du mir einen Sprachkurs. Wahnsinn. Der Seal, ja, also der war schon kantig. Ja. Aber pur, also der war echt darum. Der hatte auch über 40, die anderen hatten ja alle genau 40. Mhm. Also der war ja fast brand, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Mhm. So ganz, ganz schräges Maß. Mhm. Aber den fand ich gut. Heiße Empfehlung an alle, die sich mit Rum beschäftigen. A.L. Seal. Seals. Seals, ja. wie Seals, also die, was sind das, Robben? Robben. Genau. Oder die vom Militär. Die sind ja auch, die Robben auch. Die sind auch süß. Ja, die müssen übrigens auch rum. Ich habe davon gehört. Und Rumse. Ich erzähle an der Stelle aber wahnsinnig gerne die Geschichte, dass vor ein paar Monaten die britische Admiralität beschlossen hat, aus Kostengründen die Rumrationen auf den Kriegsschiffen zu streichen oder zumindest zu reduzieren. Und interessanterweise hat sie das nach wenigen Tagen dementiert, dass sie das nicht macht. Ich bin sicher, dass die Matrosen gesagt haben, Kollegen, wenn ihr das durchzieht, fährt hier kein Ruderboot mehr. Na, ist ja auch völlig bescheuert, wenn du Männern mit Waffen einen Rum verbietest. Also das macht, das geht in die Hose. In der britischen, in der Royal Navy Tradition seit, keine Ahnung, 500 Jahren? So ein anderer. Rum auf den Kriegsschiffen? Ja. Ja, bei uns auch Tradition? Also auf meinem Kriegsschiff nicht. Auf meinem Kriegsschiff nicht, das sind alle nur Buttermilch. Bei dir? Natürlich. So fahrt ihr auch in der Gegend rum. Ja, genau. Ja, so ja. Ist es. Top immer, Speed, immer, Hebel auf den Tisch und Mordslärm. Voll da. Genau, genau. Nee, was wollte ich noch sagen? Ja, wir haben dann also diesen ersten Seals auch probiert, der war gut. Und dann haben wir tatsächlich angefangen... Rumult zu machen. Nein, zu bewerten. Ach so, ja. Da war ja dann der Punkt, wo man gesagt hat, also wir müssen die jetzt irgendwie bewerten, so von 1 bis 10. Stimmt. Und wie es so ist mit dem Bewerten, wie bewertest du den ersten? Du kannst jetzt keine 10 draus machen, du hast keinen Vergleich, du kannst auch keine 5 draus machen, weil du hast ja keinen Vergleich. Aber er war gut, deswegen war er bei? Bei mir war er bei 8. Bei mir war er auch bei 8. Also der war toll. Ja. Und dann ging's, also dann wurde es rumultig. Dann wurde es rumultig. Ja, genau. Ja. Also Bavarian Rum. Genau, Bavarian Rum. Cool. Also es gibt ja Bavarian Whisky, Sliers hat ja damit angefangen. Ja, das ist ja kein Bavarian Whisky, das ist ein Sliers, das ist ein Unterschied. Jetzt in Herrsching drüben gibt es jetzt auch eine Whisky-Destille. Da habe ich was gelesen, dass sich da ein paar versuchen. Das ist mal ein Testwert, wenn sie es können. Ja. Oder sie können schon und schicken mal eine Flasche. Wir müssen hin und probieren. Hinsegeln. Sobald die Schiffe wieder im Wasser sind, machen wir das. Du bremst ja immer so. Mhm. Nee, also Bavarian Rum war ja ganz witzig, wo ich die Flasche dann umgedreht habe und habe dann gesehen, wer den herstellt. Habe ich mir gedacht, naja, das könnte ja gar nicht mal so schlecht sein, weil da landen haben wir Werbung hin oder her, er macht einen guten Schnaps. Ist ja kein unbekanntes Haus, ne? Nein, überhaupt nicht. Also meins war es nicht.
Ich fand den Romuald, also ich fand einfach die Story gut. Die Story ist cool. Rum in Bayern zu machen, ja, fand ich gut. Und da war aber, der Matthias hat uns erklärt, dass die Herstellung anders ist bei dem Romuald. Dass nämlich nicht die Melasse gemacht wurde oder gebrannt wurde. Genau, sondern, oh, jetzt pass auf, der verklagt uns, wenn man nicht aufgepasst jetzt hat. Mal, aber genau, jetzt sind wir dran. Sondern das pure Zuckerrohr, glaube ich, irgendwie wird ausgepresst. Und das wird gebrannt. Genau. Also es ist eine andere Herstellung. Ja. Da haben wir jetzt gelost, weil wir nicht aufpasst haben. Ja, nicht so richtig. Es sei uns aber verziehen, weil eben der... Es war ja Alkohol im Spiel. RL Seals leider recht gut und leider über 40% war. Ja, und das war alles so schön und da passt man nicht so auf sowas. Es war, also schön war es schon, der Wagen, ja, mit den tiefen roten Ledersesseln, also, oder? Ich mag ja das mit diesen Pianoman dann und der hat so moderne Sachen auf dem Piano runtergehauen. Und vor allem, da war ein Pianoman, also es war keine Maschine, sondern ja, ein echter Pianospieler. Mensch mit Händen und Füßen und Durst und so. Ja, also das ist schon stilvoll, finde ich. Oder? War sehr, sehr schön. Ja, ja. Also ich hätte da noch sitzen bleiben können, ein paar Stunden, ehrlich gesagt. Ja. Es wäre zwar ein bisschen auf den Geldbeutel gegangen, aber egal. Ist es ja auch so. Nö. Ich habe ja nicht zahlt. Ja, ich auch nicht. Ja. Glaubst du, das war meine Karte? Die habe ich auf dem Herrenklo gefunden. Herzlichen Dank an den, der auf dem Herrenklo seine Kreditkarte verloren hat. So was passiert in 4 Jahreszeiten. Also der Bavarian Rum, wie gesagt, die Geschichte fand ich echt cool. Aber jetzt vom Rum selbst, das war kein schlechtes Getränk, um Gottes Willen. Ich fand den gut. Aber was hat er gekriegt an Punkten? Also bei mir hat er nicht viel gekriegt. Ich glaube, das war der, den ich am schlechtesten bewertet habe, so mit 6 Punkten. Ich glaube, ich habe ihm 7 gegeben. Du bist so ein Streber. Immer drauf. Ich finde, bei so einem Produkt gehört ja alles dazu. Also ein Produkt, das Romuald heißt, das finde ich schon lustig. Der Name ist lustig. Der Name ist cool. Aber Rums wäre noch lustig. Rums, das wird dann unserer. Rums. Mit Doppel-M übrigens. Ja, genau. Natürlich. Das macht Rums. Das macht Rums bei uns. Sehr gut. Ja, und dann kamen wir ja zu diesem Bacardi. Also das hat mich echt fertig gemacht, weil ich hatte im Kopf ganz was anderes. Und Leute, ihr solltet euch vorstellen, wie der Alex geguckt hat. Ey. Als der Matthias da wirklich diese Bacardi-Flasche dann... Ja, und ich sag noch, ist das dein Ernst? Du stellst uns da jetzt echt ein Bacardi hin. Der hat geschaut, als ob sie ihm jetzt sein Motorboot wegnehmen. Ehrlich. Ja, aber total. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Hier rumfleit und ein schönes Haus, tolle Bar... Alles sehr exklusiv und dann steht ja Bacardi auf den Tisch. Ihr habt aber den Eindruck, dass der Matthias die Reaktion sehr wohl erwartet hat. Ich glaube auch. Und ich habe ja da auch nicht hinterm Berg mitgehalten. Ich habe ihm das ja auch knallhart hingesammelt. Charmant, wie du bist. Und Bacardi geht's noch? Mhm. Und das war eigentlich auch das Spannendste für mich. Weil den habe ich bewertet und dann am Schluss nochmal umbewertet tatsächlich. Also der war überraschend gut. Ich fand den wirklich richtig gut. Absolut. Der war der Hammer. Absolut. Bacardi, 8 Jahre, hatte irgendwie, ich habe wieder nicht die Bezeichnung im Kopf so ganz genau, aber ein 8-jähriger Bacardi, schöne Flasche, Hammer. Mhm. Also der war echt toll. Der geht haarscharf auch um unseren Lieblingsplantation. Aber sowas von. Ja, also der könnte dem Plantation, ja, könnte der dem Rang ablaufen, glaube ich. Ja, also der war prima und dann sind wir schon beim Plantation. Und das war auch so ein Überraschungsding, fand ich. Ich wollte dann ganz kurz, also mir ging es mit dem Bacardi übrigens genauso. Ich war jetzt nicht so erschüttert und erschrocken wie du, weil ich mir schon gedacht habe, erstens kriegen wir keinen schlechten Rum auf den Tisch. Wer weiß, vielleicht will er bescheißen. Und ja, in der Location ganz bestimmt. Weil Bacardi eben ein Traditionshaus ist und du bist kein Traditionshaus, wenn du schlechte Ware lieferst. Deswegen war ich da sehr gespannt, aber ich war genauso wie du, ich war überrascht, das war ein extrem leckerer Rum. Ist halt wieder mal so, wie es immer ist, für die Masse gibt es das Billige, und was du in der Bar auch zum Mischen nehmen kannst und so weiter. Da hauen die halt irgendwelchen billigen Rum raus, der nur ein Jahr im Fass gelegen ist. Und du musst für was Gutes immer ein bisschen was ausgeben. Es ist tatsächlich so, das muss nicht immer Vermögen sein, dieser Plantation. Also der ist ja auch nicht wahnsinnig teuer, der Rum. Nein. Aber gut. Ja. Und das ist der Punkt, man muss sich, glaube ich, in der Mitte bewegen, dann ist man immer gut bedient. Das Leben ist vermutlich so wertvoll, dass man da auch die leckeren und guten Sachen, ja, schon. Genießen sollte. Gerade in Zeiten wie diesen ist es, glaube ich, sehr Darf wichtig. Darf ich jetzt mit dem Plantation? Du willst jetzt unbedingt Französisch auftrumpfen. Pineapple. Stand auf der Pineapple. Das hat mich ja ein bisschen aus der Kurve geworfen. Ne? Weil er sagt, ein Rum mit Ananas? Boah.
Ja, und dann saß ich da so und dann macht mein Gehirn so, boah, den kippst du dir im Mund rein und dann macht es so Ananas. Rums. so eine Geschmacksexplosion Ananas. Und den war aber auch nicht so. Das war nicht so viel Ananas. Und dann hat ja der Matthias auch erklärt, wie das genau gemacht wird. Ja. Diese Ananasstückchen mit Schale kleingestückelt wird da ins Fass mit reingeschmissen. Nicht Aroma, ganz wichtig. Kein nicht Aroma, sondern echte Ananasstücke. Ins Fass mit reingeschmissen, das wird eingelegt und das merkst halt auch, weil da nur so eine sanfte Ananasnote drin ist in dem Rum. Bisschen wie Rumtopf, nur umgekehrt. Ja, und nicht süß. Also das ist halt immer noch der Rum mit ein bisschen Zuckerrohrgeschmack, aber halt nicht pappsüß, was man ja auch oft dann mit irgendwelchen Früchten verbindet oder Säften oder Konzentraten. Und so ist es mir da gegangen. Also ich war dann, erst dachte ich, boah, der wird ganz schön süß sein. Das war er aber gar nicht. Wir haben gesagt, wahrscheinlich ein schöner Rum für Damen. Mit Sicherheit, ja. Weil dieser schöne Rumgeschmack ist drin, aber eben nicht so wuchtig. Und ein schöner Sommerrum, weil er nicht ganz so schwer ist. Ja. So haben wir den bewertet. Also ich war schon ein bisschen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, kriege ich jetzt hier irgendwo so einen sozusagen einen fertigen Cocktail-Mix wie aus dem Karton raus. Mhm, da konnte ich mir aber auch nicht vorstellen. Meins war es ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich fand den toll, er war vom Geschmack her sehr interessant, aber es wäre jetzt kein Rum, den ich mir kaufen würde. Lustigerweise ging es mir dann auch so. Ich würde lieber diesen normalen, den wir immer trinken mit 5 Jahren. Der ist unser Favorite. Ja. Also der Plantation. Plantation. Ich falle noch vom Glauben ab. 5 years aged. Da steht es auch Englisch drauf. Also man kann auch Plantation sagen. Weil sonst wird es ja... Hör auf damit. Ich kann das nicht. Ich bin zu doof dafür. Ja, dann waren wir schon beim vierten Rum. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir da dann auch schon gut unterwegs waren. Nee, wieso? Wir haben ja immer nur ein Glas gekriegt. Er hat die Flaschen immer weggenommen. Ja, wir haben hier und da nochmal nachprobieren müssen. Naja, aber auch nur bei 2, 4, 5. Naja, egal. Ja, ja, genau. Pineapple, ja, das war interessant. Absolut. Dann kamen wir zu einem ganz interessanten Rum. Einem dänischen, der aber nicht in der Dänemark. Da fand ich also nur die Story geil, ehrlich gesagt. Ja, die Story war cool. Ich weiß nicht, mit dem konnte ich nicht so. Mit dem Rum oder mit der Story? Mit dem Rum. Die Story fand ich total gut. Dänemark ist immer cool. Also der Rum hieß J.A. Nee, A.H. Riese. Aha. Anton Hermann Riese, ein Apotheker. Riese. Ein Apotheker. Ein dänischer Apotheker. Ja, also ein dänischer Drogist. Aber in der Karibik. Ach, fuck. Ein Däne in der Karibik, der Apotheker ist. Auf den Virgin Islands. Auf den Virgin Islands. Und der mischt ihn rum, macht ihn rum. Was er darf als Apotheker, das war damals ja. Recht. Und das war ja irgendwie so eine königliche Marke dann auch. Irgendwie das Königshaus hat das immer gepichelt, wenn es mal lustig war. Dänemark. Immer lustig. Großartiges Land. Also, ja, ich weiß nicht. Also der war nicht so, der war so gewürzig. Ja, also ich fand den auch ziemlich kantig. Meins war es nicht. Ja. Aber... Ja. Also war echt spannend. War eine bunte Mischung. Mhm, war toll. War auch sehr, sehr lustig. Ja, absolut. Ich fand ja auch diese Knabberkanne. Das war ja cool. Also Leute, eine Glaskaraffe und dann so Knabberzeug. Studentenfutter würde ich sagen. Aber da waren Schokostückchen mit drin, um den Geschmack vom Rum wegzukriegen. So ein bisschen Knabberzeug mit Schokostückchen, ein Glas Wasser hinterher. Und dann los auf den nächsten. War echt sehr, sehr cool. Und als wir die 5 Rums durch hatten. Du hast jetzt Rums gesagt. Rums, Bums. Waren wir dann schon also irgendwie sehr, sehr happy, als wir dann endlich die Club-Sandwiches bestellt haben. Die waren ja geil. Die waren ziemlich lecker. Es gab ein riesen Club-Sandwich mit einem Berg Pommes. Hammer. Also wenn ihr mal und richtig reichlich Senf und Ketchup und Mayo. Ja, total. Also wenn ihr mal in 4 Jahreszeiten in Starnberg abhängt an der Bar, haut euch mal so ein Club-Sandwich rein, wenn ihr Hunger habt. Das ist echt mächtig. Da bist du tatsächlich satt. Und das brauchte es bei uns dann auch. Und dann ging es uns gut. Ja, dann haben wir ein bisschen Whisky noch. Dann haben wir noch Whisky getrunken. Und Champagner haben wir auch noch getrunken. Mm. Stimmt. Ich habe tatsächlich nach langer, langer Zeit mal wieder ein Spurzelwasser getrunken. Und habe es überlebt.
Bist du nicht so viel Sprotzel? Nein, normalerweise legt mich sowas total weg. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich normalerweise immer schlechtes Sprutzelwasser trinke. Oh, das war gutes Sprutzelwasser. Der war sehr gut, ja. Ja. Sehr, sehr gut. Wobei, also ich war dann schon auch, also den Club-Burger, also das Sandwich, Halleluja, das habe ich dann schon echt braucht. Also da war schon, ich war dann ziemlich ausgehungert und hat echt, da musste was aufgesaugt werden. Ja, aber du hast noch was vor, gell? Du musst noch was tun. Du hast einen Auftrag quasi. Oh Gott, was kommt? Weißt du wieder nicht? Nee. Hast du in deinem Suff schon wieder vergessen? Gib mir ein Stichwort. Du musst den Matthias noch kontaktieren, den Barchef und Rumguru schlechthin. Wir haben mit dem Matthias drüber geplaudert. Es wäre natürlich eine sehr, sehr angemessene und schöne Geschichte. Eventuell, wenn es machbar ist. Möglicherweise, wenn es machbar ist. Sowas mal auf dem Ammersee zu machen. Du bist schon wieder so, naja, egal. Du bist schon wieder so fixiert auf ein Gewässer, weißt? Werd doch mal flexibler. Karibik. Auch das geht. Nee, aber der Matthias auf dem Schiff. Der Matthias auf dem Schiff mit 5, 6, 7 Flaschen Rum. Rums. Und Gästen. Und netten Gästen. Die da Bock drauf haben, mal sowas zu machen. Und die da mal von Matthias sich in den Rum einführen lassen. Ja. Und ja, braucht man nur irgendeinen, der das Schiff gerade heimfahren kann. Naja, Autopilot, gut ist. Jedes Schiff hat einen Autopilot heutzutage, was soll denn das? Ja, haben wir. Hast du? Ja, logisch. Ja. Ja. Modell Klaus. Nee, Modell Alex. Was? Nein, ich habe keine Zeit. Also, das haben wir uns überlegt. Das wäre natürlich eine super tolle Geschichte. Und wir schauen mal, ob wir das auf die Füße kriegen, dass wir da ein Umtasting, möglicherweise auf dem Ammersee, auf einem unserer Schiffe machen können. Und weil da gehört das Getränk meiner Ansicht nach ja auch wirklich hin. Ne? Ja, dann müssen wir Matthias mal fragen, ob er Lust und Zeit hat und Bock hat. Und ob er schwimmen kann. Naja, den packen wir irgendwie in Styropor ein, dann geht der nicht unter. Der schaut sportlich aus, natürlich kann der schwimmen. Ja. Hallo. Okay. Junger Mann, ja. Durchtrainiert. Ja, so wie wir. Ja, genau. Also das war sehr, sehr schön. Rumflight nennt sich das, was die da anbieten. Da gibt es auch ein Whiskyflight, glaube ich, oder? Ich glaube, es gibt auch ein Whisky. Das wäre eigentlich eine tolle Idee. Wir machen ein Whiskyflight auch gleich noch. Haben wir doch hinterher gemacht. Das war kein Flight, das war... So, das waren 4 Stück und die waren auch gut. Nein, das war eine Platzrunde. Was? Das war kein Flight, das war eine Platzrunde. Ja, und? Na, Flight sind mindestens 5, 6 Whiskys. Ey, ich habe meinen Red Priest gekriegt und schon war alles gut. Die Islay Whiskys, McCallan, Glendronach. Nur McKillops, 260er Jahrgang, wunderbar. Also da gibt es auch genügend, was man mal durchprobieren sollte. Unbedingt. Da sind wir am Überlegen. Da schauen wir mal, ob wir das machen. Ja, mal gucken. Ja, genau. Bleibt gespannt und neugierig. Oh, es gibt ja auch noch ein sehr, sehr schönes Special, Alex. Was? Dieses Jahr. Da hätte ich ja schon Lust. Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Der Alex hat ja ein... Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ein... Nein. Ja, lass dich überraschen, wir arbeiten dran. Ich muss ihn nur davon überzeugen, dass das eine sehr gute Idee ist. Nein, ist keine gute Idee. Mondschein. Schluss jetzt. Nebelhorn. Du kannst ins Nebelhorn pusten, wie du möchtest. Nein, das heißt ja Flügelhorn, das heißt ja nicht Nebelhorn. Was? Du hast ein Nebelhorn auf dem Schiff. Ja, ich hab Schallsignale, sag ich nur, gell? Flügelhorn. Und der Alex spielt am Vorschiff mit dem Flügelhorn. Ja, das Mondschein. Problem ist, du kannst es nicht bezahlen. Ich zahl's ja auch nicht. Irgendjemand muss es bezahlen. Einer muss bezahlen. Das kostet. Einer muss bezahlen. Irgendeiner muss bezahlen. Einer muss immer bezahlen. Ja, sonst rumst es. Sonst. Wir gucken mal, wir finden da schon einen, der das bezahlt. Ja, ja. Genau, ja, findest du denn jemand, der spielt? Einer, das kriegst du nicht. Kannst ja mal einen Carsten fragen. Du, ich mache einfach einen Fanclub auf und wir machen eine Petition und wenn 1500 Leute was? Sagen, Petition. Ach so. Und wenn 1500 Leute unterschrieben haben, dass du vorne auf dem Vorschiff bei Mondschein Flügelhorn spielen sollst, dann musst du das aber machen. Aber apropos Musik und Carsten, da waren wir heute schon am Machen, gell? Sollen wir das schon erzählen? Ich weiß es nicht. Dann machen wir einen eigenen Podcast, aber wir könnten es anteasern. Wir könnten es anteasern. Es gibt vielleicht irgendwie Musik. Ja. Es gibt jetzt dann Musik von uns. Also nicht von uns, also es gibt Musik bei uns. Ja. Von 3 sehr coolen Musikern. Segeln, warmer Wind, farbenprächtiger Sonnenuntergang. Du kriegst jetzt doch eine Buttermilch. Ein Glas Weißwein. Nein, Buttermilch. Oder Bier. Buttermilch. Gerne auch ein Glas Rum. Alles perfekt, wenn da nicht noch eins fehlen würde, nämlich die perfekte Chill-Musik. Und die gibt's jetzt. Von Carsten und seiner Band, Trigonautico. Und die gibt es bald bei uns im Shop. Die gibt es bald bei uns im Shop. Wir machen aber einen eigenen Podcast dazu und schicken da auch noch Infos raus, weil
Das ganz, ganz Tolle dabei ist, dass Trio Nautico uns da bei der Sir Shackleton unterstützt mit dem Verkauf dieser CDs. Deswegen dürfen da wir das. Da war was, genau, genau. Aber da erzählen wir euch noch. Seid neugierig und gespannt. Wir kommen wieder auf euch zu. Und dann gibt es noch zum tollen Segeln auf dem Ammersee die passende, chillige, coole Musik. Handgemacht vom See. So schaut's aus. Rums. Rums und aus. Rums. Und jetzt gibt's noch Buttermilch. Nix, jetzt trinken wir deinen Rummel. Ach, Mann. Also, bis neulich. Skoll. Ciao, ciao.